So, hallo zusammen. Ich bin's, der Bernhard, und ich möchte euch heute mal Luftschiffe näher bringen. In vielen Videos haben wir uns unterhalten über Flugzeuge, wie Flugzeuge miteinander kämpfen, wie Fame generiert wird. Das ist alles auch gültig für Luftschiffe. Ja, Luftschiffe bewegen sich genauso. Ich blende euch gleich den Datasheet ein fürs Luftschiff. Folgen genau den gleichen Bewegungsregeln, haben nur eine Handvoll Spezialregeln, die aber nicht wirklich mehr Komplexität ins Spiel bringen, die einfach eine Variante oder Würze ins System bringen, um eben Luftschiffe abzubilden. Und ihr seht es jetzt an dem Datasheet beispielsweise, die sind deutlich langsamer, die haben anstatt Minimum Speed, haben die Reverse Speed, also sprich Luftschiffe können auch nach hinten fliegen, können zurückfliegen und sind natürlich sehr, sehr, sehr langsam. Kosten auch eine ganze Menge, also ihr müsst richtig viel Ruhm aufbringen, um euch ein Luftschiff zu sichern. Und dann seht ihr natürlich die Strukturpunkte hier. Der Albatros hat 12 Strukturpunkte. Ja, das ist eine ganze Menge. Und wenn er die ersten 6 verliert, passiert erstmal gar nichts. So, ihr seht dann schon, dieser 7, 8, 9, da steht Descending. Was heißt das? Das bedeutet, dass das Luftschiff langsam anfängt zu sinken, wenn es einfach mehr Schaden nimmt. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Heliumtanks werden durchlöchert und irgendwann fängt das Ding an, aus dem Himmel zu sinken. Der rote Bereich, das heißt am Ende jeder Bewegungsphase, sinkt das Luftschiff dann um ein Höhenlevel nach unten. Der rote Bereich, wenn abmarkiert wird, bedeutet, jetzt fällt das Luftschiff aus dem Himmel. Das heißt, es fällt nicht nur ein Höhenlevel, sondern 2. Und wenn es den Boden erwischt, dann ist vorbei. Ist die Crew und das Luftschiff verloren. Das kann man ein Stück weit ändern, weil ihr seht, die Luftschiffe haben diese Docking Points. Ja, und für jedes Docksystem habt ihr eine Crew, eine Mannschaft an Bord. Und ihr könnt tatsächlich versuchen, abhängig von der Erfahrung eures Luftschiffs, dann diesen Schaden zu reparieren. Ja, also ihr seht, ihr habt kritische Systeme, die unterscheiden sich natürlich ein Stück weit von dem, was Flugzeuge an kritischen Systemen haben. Aber ihr könnt versuchen, diese Docking-Point-Systeme nicht einzusetzen. Wenn ihr die nicht einsetzt, also bewusst euch in der Waffenphase dafür entscheidet, diese nicht einzusetzen, dann könnt ihr versuchen, Schaden zu reparieren, kritischen Schaden zu reparieren, und einfach die Löcher im Luftschiff wieder zu stopfen. Das ist so ein rudimentäres Crew-Management-System, das finde ich ist aber unglaublich spannend, weil ihr müsst euch dann dafür entscheiden, was ihr tut. Also nehmt mal an, ihr habt jetzt, ich drehe das Luftschiff mal ein bisschen, dann seht ihr es, ja, der hat jetzt auf der einen Seite beispielsweise eine Flugabwehrbatterie montiert. Das ist natürlich schon eine Entscheidung, wenn ihr jetzt mitten in so einem Kampf seid, das Luftschiff wird umringt von gegnerischen Jägern, fängt aber an zu sinken, ja, und jetzt ist die Entscheidung, okay, schieße ich jetzt Flugabwehrfeuer oder versuche ich wirklich die Löcher zu stopfen? Ja, wäre in einem unbedeutenden Spiel vielleicht eine Entscheidung, die man so nicht treffen würde, aber wenn ihr mal so ein Luftschiff hochgelevelt habt, dann ist das eine Entscheidung, die sicherlich nicht leicht fällt. Ja, was ihr noch seht am Datasheet, ihr habt Docking-Point-Systeme, das heißt, ähnlich wie die External Loads, könnt ihr euch am Anfang jeder Mission eben entscheiden, oder in der Armament-Phase, in der Bewaffnungsphase, dann eben entscheiden, welche Loadouts nehmt ihr mit, und ihr seht, die sind ja auch voll magnetisiert, ihr könnt das ja ändern, wie ihr das haben wollt, und es ist natürlich schon ja, wichtig, wo ihr diese Dinger platziert, diese Docking-Point-Systeme, weil zum Beispiel Flugabwehrgeschütze, das sind jetzt zum Beispiel so dieser Radar, also eine passive Fähigkeit. Das ist egal, wo ihr den hinmacht, links, rechts, oben, unten, ist eigentlich völlig egal. Die Klammer ist wichtig, weil nur von der Seite können dann letztendlich Flugzeuge auch andocken und das Flugabwehrgeschütz natürlich auch, macht natürlich auch nur da Sinn, wo ihr letztendlich, also auf der Seite könnt ihr dann Flugabwehr eben schießen. Ja, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich hätte es gerne mit mehr Bums, ja, das macht dann natürlich auch Sinn, auf der Seite könnt ihr dann letztendlich dieses Docking-Point-System dann benutzen. So, ja, aber was bedeutet das dann
jetzt im Kampf. Oder fangen wir mal anders an mit der Bewegung. Luftschiffe bewegen sich als erstes von den Bewegungsregeln her genauso wie Flugzeuge. Und einzige Besonderheit ist, weil Luftschiffe so groß sind, langsam sind, also das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem schnellen Jagdflugzeug, bewegen sich Luftschiffe immer als erstes. Auch in aufsteigender Reihenfolge, also sprich erst die grünen Luftschiffe, dann die erfahrenen, die Veteranen und die Asse. Und dann kommen erst die Flugzeuge, also sprich die grünen Flugzeuge, die erfahrenen Flugzeuge, die Veteranen und die Asse. Wenn es dann hinterher an den Beschuss geht, ist es egal, ob das jetzt ein Luftschiff ist oder ein Flugzeug, das findet dann alles gleichzeitig statt. So, und jetzt zeige ich euch, warum Beschuss gegen Luftschiffe so ein bisschen besonders ist. Ich habe euch hier jetzt mal einen sächsischen Jagdbomber hier platziert. Und wenn wir jetzt mal gucken, 1, 2, 3, 4, das wäre also Mittel, wobei ein Luftschiff immer das Feld vor ihm und nach ihm auch besetzt. Ja, also diese zwei Felder sind nach wie vor vom Luftschiff besetzt. Das heißt, wenn ich jetzt auf ihn schieße, ja, dann hätte ich mehrere Felder zur Auswahl, aber in dem Fall sind es 1, 2, 3. Setze ich ihn noch ein Stück weiter nach hinten, weil dann wird das Beispiel schöner. Okay, der sächsische Jagdbomber hat also Maschinengewehre und eine schwere Kanone und die hätte auf mittlere Reichweite hat die zwei Würfel. So, die MGs hätten auf diese Reichweite nur einen Würfel, die spare ich mir. Ja, wobei, ich zeige es euch trotzdem. So, also Kanone, er ist erfahren. Er ist Veteran. Das ist an sich wird schwieriger. Eine 6 ist aber immer eine 6 ist immer ein Treffer und in dem Fall wären es also zwei Würfel auf die 6. Luftschiffe können weder getailt werden noch eine Head-On-Position für sich in Anspruch nehmen. Das ist bei denen alles irrelevant, weil die einfach so groß und langsam sind. So, jetzt hätte ich einen Treffer und die 5 darf ich wiederholen, weil das Ding ist easy to hit ist. Nicht. Kein Treffer. Nehmen wir mal an, ich hätte den jetzt auch geschafft, dann hätte ich zwei Treffer. Jetzt muss ich Schaden würfeln für die Kanone. Die Kanone macht schon auf die 3 plus Schaden. Schauen wir mal. Okay. 5 plus heißt, ich mache zwei Schadenspunkte. Die 1 hätte ich versemmelt. Mache ich keinen Schadenspunkt, der kommt weg. Ich muss den Schaden aber auch bestätigen. Jawohl, habe ich bestätigt. Das zweite Ergebnis steht. Wenn es jetzt besser gewesen wäre, wäre natürlich super gewesen. Wenn es schlechter gewesen wäre, Pech. Aber das bedeutet, unser Luftschiff würde jetzt zwei Schadenspunkte nehmen. Bringt noch nicht ans Schwitzen, aber ja, ist zumindest schon mal beschädigt mit der Kanone. So, machen wir das MG vom Bauer. Auch Treffer auf die 6. Kein Treffer. Wiederholen. Wieder kein Treffer. Wir machen das gleiche jetzt mit dem Jäger hier hinten, weil das ist schließlich der dann käme. 1, 2. 3, ja, also sprich, hat die volle Bewaffnung. Wir machen die leichten Maschinengewehre zuerst. So, er würde ihn zwar von hinten treffen, ja, aber Tailing gibt es bei Luftschiffen nicht. Ja, das ist einfach zu groß. Also sprich 6. Kein Treffer, dürfen wir also wiederholen. Wieder kein Treffer. So, jetzt nehmen wir die schweren Maschinengewehre. Da haben wir einen Treffer. Die anderen dürfen wir wieder wiederholen. So, bleibt also bei einem Treffer. Gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt nochmal drei Treffer kassiert. Ja, also wir hätten mit den schweren Maschinengewehr alles getroffen. 5 plus Schaden. Hätten wir einen Schadenspunkt gemacht und auch den müssen wir bestätigen. Ah, okay, Vorführeffekt. So, wir hätten einen Schadenspunkt gemacht. Also ihr seht, wir haben jetzt mit den Kanonen beispielsweise viel, viel mehr, also andersrum, viel weniger Würfel gehabt, aber wir machen mehr Schaden, sicherer Schaden. Und bei den MGs, wir treffen das Luftschiff zwar auch leichter, aber durch das, dass wir den Schadenswurf wiederholen müssen, ist es für Maschinengewehre fast unmöglich, das Luftschiff zu beschädigen. Da kommen jetzt natürlich die External Loadouts von den Jägern ganz gut und sind auch wichtig, wenn man jetzt Luftschiffe jagen will. Schaut euch zum Beispiel die Nebelwerferraketen an. Das sind ja Langstreckenwaffen, die haben beispielsweise zwei Würfel, ja, und sind normalerweise recht ungenau. Ja, also da muss man jeden Treffer-Wurf
muss man bestätigen, wenn man zum Beispiel wenn man die auf andere Flugzeuge abschießt. Wenn man sie aber auf ein Luftschiff abschießt, muss man diesen Wurf nicht bestätigen. Ja, sondern es ist ein normaler Angriffswurf. Ja, sagen wir gegen, was weiß ich, ja, in dem Fall habe ich jetzt nichts getroffen, aber ich mache jetzt tatsächlich einen Treffer mit der 6. Der Nebelwerfer macht schon Schaden auf die 2 plus. Das heißt, hätte ich jetzt schon mal 3 Schadenspunkte gemacht, muss ich aber bestätigen. Ja, bleibt dabei 3 Schadenspunkte mit dem Nebelwerfer. Also ihr seht schon, wenn ihr dann auch unerfahrene Leute ausrüstet oder man in dem Fall ist es jetzt natürlich klar, das ist ein Veteranenluftschiff, das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu treffen, ja, aber wenn das jetzt andersrum wäre, dass das jetzt ein grünes Luftschiff ist und das ein Veteran oder ein erfahrener Pilot, da sieht das natürlich relativ anders aus. Ja, wenn ihr dann mal gegen die 5 oder sogar die 4 trefft, ist das natürlich schon eine andere Hausnummer. Genau. Und so verhält sich Kampf. Ich meine, das Luftschiff hätte natürlich jetzt auch sich wehren dürfen, ganz am Anfang, klar, Flugabwehrfeuer geben dürfen. Der hat jetzt auf der anderen Seite, ihr seht es jetzt nicht, hat der eine leichte Flakbatterie montiert, die hat 3 Schuss auf Nahbereich. Jetzt schauen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, sind jetzt halt, sagen wir mal, auf den Bauer 2, auf die 5, beziehungsweise auf die 6, weil Head-on, weil es ja ein Flugzeug ist, ja. Aber da hätten wir jetzt beispielsweise keinen Treffer. Und ein Luftschiff hat genügend Munition dabei, dass ihm die Munition nicht ausgeht. Also ihr müsst da keine Feierdisziplin-Würfel machen. Einzige Ausnahme sind die Bombenaufhängungen, die Bombrecks, die wir dabei haben. Die verbrauchen ihre Munition und brauchen dann aber eine Runde, um das wieder nachzuladen. Ja, und dann also effektiv kann ein Luftschiff, wenn es mit Bombrecks ausgestattet ist, alle 2 Runden schmeißen. Ist aber die einzige Limitierung. Und das ist zum Thema Kampf. Ja, also ihr seht, Luftschiffe sind jetzt nicht übermäßig schwierig zu handeln. Meine Bewegung vielleicht noch, ja, man, sie sind very low. Ihr habt hier unten genauso das Manöverrad, wo ihr die Geschwindigkeit einstellt. Ja, das heißt, wenn der mit 3 unterwegs ist, 1, 2, 3 und dann Drehung am Ende. Das ist es. Und kann dann natürlich auch steigen und sinken an jeder Punkt, wo es eine Drehung machen kann. Auch hier könnt ihr Enhanced Agility, also ihr könnt die Agilität erhöhen, ihr könnt es versuchen, zumindest. Und dann können die Mitte der Bewegung, können die schon ihre Drehung machen. Ist beim Luftschiff vielleicht nicht ganz so, ja, schwierig oder von Belang. Kommt immer darauf an, wie ihr es letztendlich spielen wollt. Ja. Und dann zu den Ausrüstungsteilen. Ja, die Klammern sind halt interessant. Ihr könnt dann halt versuchen, mit einem Jäger in einem der beiden Felder hier zu landen. Oder was heißt zu landen? Gleiche Geschwindigkeit plus minus 1 vom Luftschiff. Ja. Und dann, wenn ihr eure Bewegung da endet, ja, dann seid ihr quasi angedockt ans Luftschiff. Ja. Kann man den dann auch hier hinhängen beispielsweise an die Klammer und dann wird das Ding repariert, aufmunitioniert und zum Beginn der nächsten Runde könnt ihr den dann eben auch abdocken. Ja, also das Luftschiff bewegt sich erst und dann sind, wie gesagt, die Flieger dran. Als Bewegung, wenn ihr dann dran seid, wenn es jetzt ein grüner ist beispielsweise, könnt ihr dann sagen, okay, ich docke ihn jetzt ab und es ist eine normale Startbewegung, sprich einmal geradeaus in Mindestgeschwindigkeit, gleiche Höhe und ab dann sind es wieder eigenständig. Oder frei in ihrer Manövrierung, müsst halt diese Startbewegung machen. Was haben wir noch? Ja, wir haben diese Flugabwehrgeschütze, die gibt es in 2 Versionen, einmal leicht, einmal schwer. Die schweren haben natürlich mehr Würfel und mehr Schaden. Die leichte Flak macht auf die 5 plus Schaden, die schwere Flak auch auf die 5, aber wenn ihr eine 6 würfelt, gibt es eben 2 Schadenspunkte. Dann haben wir verschiedene Artilleriegeschütze, die wir anbauen können. Das ist jetzt zum Beispiel die Magnetic Railgun. So, die hat halt den ganz großen Vorteil, dass die halt auch relativ viele Würfel hat und sehr schnell Schaden macht. Die 2, 3, 4, also das ist schon eine Ansage. Artillerie haben wir auch noch mit dabei. Dann kommen eben die Bombenaufhängungen.
Batteriegeschütze. Oder dann eben hier mal weg. Bombenaufhängungen. So, und jetzt ist euer Schiff ausgerüstet für Bodenangriffsmissionen. Ja. Die Radarschüssel, ja, was bringt die Radarschüssel? Die Radarschüssel ist ein Spezialsystem, das eure Flugzeuge, wenn sie denn jetzt in, im Nahbereich sind, ja, also haben wir gesagt, mittlere Reichweite, werden sie behandelt, als wären sie ein Erfahrungslevel besser. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt hier, zumindest was die Bewegung angeht, ja, würde er behandelt werden wie ein erfahrener Pilot und er wie ein Veteranenpilot. Ja, aber nur was die Bewegung angeht. Das macht die Flugzeuge oder dieses Radarsystem ziemlich mächtig, wenn man sich denn um das Luftschiff herum eben aufhält. Wenn ihr später im späteren Verlauf des Spiels dann den Jammer beispielsweise einsetzen solltet, kann übrigens beide Systeme gleichzeitig einsetzen. Ja. Der Jammer hat folgendes, dass der eben die Agilität von gegnerischen Flugzeugen um ein Level senkt. Auch in kurzer, also in mittlerer Reichweite, 6 Felder, und das ist schon ziemlich mächtig. Wenn er jetzt mal überlegt, der ist jetzt High, ja, und jetzt kann er sich plötzlich nur noch mit Medium bewegen. Ja, oder hier, Very High, und dann kann der sich nur noch mit High bewegen. Kann sich zwar mit Very High bewegen, aber muss einen Pilotencheck bestehen. Ja, also ziemlich fiese Geschichte. Und ja, ihr seht schon, allein durch die Möglichkeiten, durch die vielen Möglichkeiten, die man hier hat, die Schiffe auszurüsten, ja, bringt das natürlich ein bisschen, ein wenig mehr Komplexität ins Spiel, aber jetzt nicht so viel, als dass man es nicht handeln könnte. Ja, wie gesagt, Kampf ist das Gleiche und Bewegung genau wie bei den Flugzeugen. Ja, soviel zum Thema Luftschiff. Ich mache das gleiche Video nochmal in Englisch und ich hoffe, das bringt euch ein bisschen Licht ins Dunkel, wie man mit Luftschiffen umgeht, was die so besonders macht und warum es durchaus wert ist, dass man die mitnimmt. Übrigens in den Missionen, um ein Luftschiff mitzunehmen, müsst ihr, also die kosten so viel wie 2 Flugzeuge. Ja, also 2 Fame Points kosten die, um die ins Feld zu schicken. Ihr könnt also ein Luftschiff mitnehmen, das euch nichts kostet, sondern die Flugzeuge dafür zusätzlich. Oder wenn ihr sagt, ich habe jetzt 2 Flugzeuge eben ins Feld geschickt und ich möchte jetzt noch ein zusätzliches Luftschiff mitnehmen, dann würdet ihr auch 2 Fame Points ausgeben müssen. Weil das natürlich schon eine Ansage ist, so ein Luftschiff mitzunehmen. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ihr habt da ein bisschen mehr Input mitgenommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Luftschiff fliegen.